Ja, hallo, hier ist Soad wieder. Ich weiß, ich habe eine Weile nichts von mir hören lassen. Naja, die Rechtfertigung dafür könnt ihr heute lesen. Ich nutze die Zeit jetzt nochmal lieber, um auch mal was zu dem neuen Tyranniden-Kodex und der siebten Edition zu sagen, weil es hat sich ja echt viel getan jetzt in der letzten Zeit. Also erstmal so vom neuen Tyranniden-Kodex war ich persönlich doch angetan, auch wenn hier und dort alle meinten so, oh Gott, warum sind wir jetzt noch schlechter geworden? Was soll das? Wieso müssen die Tyranniden noch genervt werden? Naja, es hat sich nicht wirklich. Ja, also es sind gewisse Sachen halt schlechter geworden, so dass Tervigon ist richtig genervt worden, was aber laut meinen Kumpels aber auch höchst notwendig war, weil das war einfach viel zu gut. Dafür ist der Schwarmtyrat noch besser geworden und günstiger, es ist sowieso alles günstiger geworden, wo man sich dann auch nur fragt, so, okay, das war's doch eigentlich, was man wollte, ne? Also, der Gant kostet jetzt 4 Punkte, der Carnifex kostet nur noch 120 Punkte, yeah, endlich ist er wieder ein bisschen spielbarer. Tyrannofex hat, glaube ich, sogar 75 Punkte verloren, also, das ist echt der Hammer. Was sie halt so nichts getan hat, ist so, ja, Pyroforen und Liktoren auch so, die sind kein Deut besser geworden. Dass jetzt Tyranninkrieger Sturmgranaten mit ihren Fanghaken haben können, das bringt es jetzt auch nicht so richtig. Das, was sich hauptsächlich geändert hat, ist ja, also wie die Tyrannin so ein bisschen grund funktionieren, mit der Synapse hauptsächlich, weil Synapse jetzt todwichtig ist. Also wenn du deine Synapse-Kreaturen alle verloren hast, und dann nur noch sowas wie Ganten oder so auf dem Feld hast, dann kannst du eigentlich einpacken, weil die können sich selber fressen, die rennen von dir vom Feld, das ist nicht mehr so feierlich. Also in der letzten, also in der sechsten Edition mit dem fünften Edition Codex, da war einem Synapse teilweise scheißegal. Da hatten die Hormaganten und das Tryon gesagt, so, was, bin ich in der Synapsenarbeit? Okay, bin ich halt nicht furchtlos, aber ich krieg jetzt vielleicht eine extra Attacke, oder ich kriege eine extra Attacke durch Berserker. Das ist jetzt halt recht unwahrscheinlich. Jetzt ist es viel wahrscheinlicher, dass die Hormaganten sich alle gegenseitig verstümmeln. Das ist ein bisschen, tut ein bisschen weh. Auch dass Tyranniden immer noch nicht Biomantie oder irgendwie eine der geilen Psi-Kräfte nutzen können, finde ich schade, aber ihre eigenen Psi-Kräfte sind jetzt richtig gut und sie können auch alles untereinander irgendwie austauschen. Die Psi-Kraft mit der 18 Zoll Synapse oder mit plus 6 Zoll Synapse, das ist jetzt die Primärkraft, das heißt, das kann jeder haben und der Rest der Kräfte ist eigentlich nur noch besser geworden. Also Warblanze kann jetzt auch einen Tyrant haben, das ist schon mal cool. Katalyst geht jetzt auf einen selber und auf einen anderen. Ja, also sind immer noch nicht die allergeilsten Psi-Kräfte, aber sind jetzt auch nicht so schlecht, dass man sich darüber beklagen könnte. Ja. Es gibt auch neue Einheiten, die im Falle vom Exokrin und der Schwarmdrude sowas von eingeschlagen haben. Die wollte jeder gleich wieder zigmal haben. Er ja, hat das Vorbild natürlich richtig schön den Verkauf an. Ich habe sie noch nicht, ich will sie mir aber auch noch holen, weil ich die Modelle halt auch recht schön finde. Ja, die Schwarmdrude, die hat endlich mal irgendwie auch sowas wie Raketen gegen Flieger, mit Impuls und sowas. Allgemein ist Impuls jetzt ganz viel vertreten bei den Tyranniden und überhaupt. Also ein Tervigon und ein Tyrant können jetzt Schockmaden haben mit Impuls. Schwarmwachen können Impuls haben, wobei das bei denen nicht so der Hammer ist. Und halt diese Impulsminen von der Schwarmdrude, die hauen jetzt schon ordentlich Rumpfpunkte von den Fahrzeugen. Der Exokrin, der ist halt ein Plasma-Beschuss-Viech, das entweder eine Schablone oder Einzelschüsse machen kann, also richtig schön flexibel. Hält auch ein bisschen was aus, sind 170 Punkte auch im Rahmen so von den Kosten. Und hat endlich mal schön DS2, also das brauchen die Tyranniden auch ab und zu einfach mal, vor allem jetzt gegen Fahrzeuge und so. Weil das Fahrzeug ist immer noch so ein bisschen das Problem, so auch wenn das jetzt mit Impuls und so ein paar Sachen
geregelt werden kann. Ja, so an sich finde ich den Codex ganz schön geworden. Also dieses Hardcover, also das Cover allgemein, das ist richtig geil. Sind wieder richtig schöne Illustrationen drin gewesen. Ein bisschen was Neues auch an Fluff. Also das mit den Chaos-Dämonen, die gegen die Tyranniden gekämpft haben, das habe ich so noch nicht vorher gehört. Das war ziemlich lustig. Ja. Der Toxotroph hat richtig gewonnen, weil er jetzt der Schleier gibt. Das war, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Jedenfalls ist er jedenfalls viel besser als der fünften Edition. Und das ist halt der Hammer. Was richtig wehtut, ist, dass Landungskapseln wegfallen. Und die Nemesis, oh nein, aber okay, die war eh viel zu übertrieben. Das ist, jetzt habe ich mir fast gedacht, dass die nicht mehr drin ist. Aber Landungskapseln keine mehr, das ist schon blöd. Also es gab so teilweise nichts Geileres als Ganten mit Neuralfressern dann zu schocken oder irgendwie mal mit Zoanthrop nach hinten zu kommen und so. Das ist alles nicht mehr so möglich. Man muss jetzt echt mehr entweder Masse spielen, die nach vorne rennt. Entweder hinten stehen mit Bio-Worn, die sind immer noch richtig gut, weil die Spornminen auch ein bisschen eigenständiger jetzt geworden sind. Die können auch noch irgendwie sind kontrollierbar, nachdem sie gespawnt sind. Ja, also in dem Sinne, man kann ein bisschen komischerweise jetzt gut niederhalten, Artillerie hinten spielen mit vielen Dornwürgern und Bio-Worn. Oder halt die Masse, die nach vorne rennt, wenn das ist mit günstigen Ganten natürlich möglich. Muss halt nur auf die Synapse aufpassen. Deswegen sind Tyrannenkrieger jetzt auch wieder sehr im Kommen. Ah ja, Symbionten, die haben. Die armen Symbionten, die sind leider immer noch nicht so geil. Auch wenn der Symbiarch jetzt die Möglichkeit hat, immer das Grauen irgendwie rauszupumpen. Also Symbiarchen sind gut, Symbionten. Ja. Und die Imgar-Symbionten gibt's halt auch nicht mehr, deswegen. Sieht man die jetzt auch nur noch seltener. Schon schade. Schwarmwachen haben WF verloren, weswegen ich sie gar nicht mehr spiele so. Also ich fände sie jetzt fast tot. Das tat schon ziemlich weh. Die können auch jetzt auch nicht mehr irgendwie Trefferwürfe wiederholen oder sowas. Erzfeind ist jetzt richtig schwer zu kriegen. Nur noch, das kriegt man eigentlich nur mit dem Schwarmherrscher und der ist viel zu teuer. Ich find's geil, dass der rote Schrecken wieder da ist. Und ich spiele den auch richtig gern. Ist halt, ja, aber ist halt fluffig, aber nicht so richtig toll irgendwie geworden. Ja, wie sogar Tervigone, die haben eine heftigere synaptische Rückkopplung, weil das jetzt auf 12 Zoll geht. Die machen jetzt zwar am Ende ihre Bewegung, die Ganten, aber die haben nicht mehr irgendwie Gift oder sowas, das tut richtig weh und können auch nicht mehr im selben Zug angreifen. Also das ist für mich auch so ein Grund, kaum noch Tervigunde zu spielen. Der Trend geht halt wirklich zu fliegenden Monströsen, also und das en masse. Halt Harpyien, die auch schön günstig sind und was können jetzt mit 5 Lebenspunkten. Und halt der Schwarmdrude und so, der hat auch einen Stärke 8 Vektorschlag, auch wenn der jetzt wieder durch die siebte Edition richtig geschwächt wurde. Naja, der neue Haru-Specs ist auch leider nur ein Witz. Das können Carnifexe wesentlich besser. Absorber sind, ja, mal wieder eine Idee wert, aber nicht so das Wahre. Aber ja, Morgone sind interessant geworden, weil die jetzt ihre Schablone zweimal legen. Und dann halt ein Missgeschick kriegen, wodurch sie theoretisch nochmal kommen können irgendwie, aber es ist immer noch dieses so, ja, wenn sie treffen, dann sind sie richtig toll, aber meistens weichen sie irgendwie ab, so, und dann hofft man nur, dass sie im nächsten Spiel wieder treffen, so, Sie bräuchten noch irgendwas, um sicherer zu kommen. Ja, man kann sie halt mit Liktorn spielen, aber das ist auch immer so eine gefährliche Kombo. Und Trigone, mein Lieblingsmodell aus der fünften und eine meiner Lieblingseinheiten aus der fünften sind jetzt leider richtig schlecht geworden, weil die Sensen Clown nicht mehr Attacken wiederholen lassen und einen DS von 6 haben, was ein Witz ist für Monströse, also. Das ist leider sehr schade.
Tja, nichtsdestotrotz, also man kann immer noch sehr schön fluffig spielen. Es ist halt, alle wollen irgendwie Autowin-Armeen irgendwie generieren, damit sie schön damit auf Turnieren Eindruck schinden können. Und dafür sind die Tyrannien jetzt leider wieder eher ins Hinterfeld gerückt. Das ist richtig schwer leider. Eine Autowin-Armee irgendwie. Naja, was heißt leider? Man will eigentlich ja nur eine Spaßarmee. Eine spaßige Armee dann spielen, ne? Ja. Die siebte Edition hat das leider nicht viel besser gemacht für die Tyranniden. Fliegende Monströse sind jetzt halt richtig schwer runterzukriegen, weil sie endlich nur noch einen Absturztest machen müssen, wenn sie wirklich verwundet wurden. Und das auch nur noch einmal pro Runde. Was sie richtig haltbar macht. Nur. Vektorschlag gegen Bodeneinheiten nur noch eine. Smash ist nur noch eine Attacke gegen Fahrzeuge. Weswegen eigentlich nur noch ein Scherenklauen Carnifex ein Land Raider sicher aufmacht. Schade. Aber halt wieder auch ein Grund, Scherenklauen Carnifex zu spielen. Tja. Es läuft eigentlich immer irgendwie auf den Neuralfresser. Tyranten, der fliegt irgendwie hin. Am besten hat man eine ganze Armee nur aus denen, weil das Ding ist einfach der Hammer. Nach wie vor. Ja. Also was halt noch irgendwie den Tyranniden wehtut, ist die neue Psi-Phase. Die halt ganz anders läuft, es läuft nicht mehr über Moralwerte, deswegen ist der Schatten im Warp nur noch bei Gefahren des Warp-Attacken irgendwie nützlich, was Tyranniden auch richtig schwächt. Weil, auch wenn die Tyranniden mit Zoanthropen und Tyranten viele Stufe 2 Psioniker aufstellen können, ist das gar nicht mal so viel. Ich habe jetzt eine Armee gespielt gehabt mit 10 Psi-Stufen, wo ich mir dachte, joa, das ist schon ein ordentlicher Würfelpool, da kannst du auch mal ordentlich was mit verhindern. Aber dann habe ich gegen meinen Kumpel gespielt, der dann einfach mal Dämonen testen wollte, weil die jetzt ja diese neue dämonische Psi-Kategorie haben, wo sie sich einfach mal neue Dämonen jeden Zug holen können. Und ja, dann hatte er irgendwann 36 Psioniker da mit den ganzen Herolden des Zins, dann noch, weiß nicht, Ahriman und alles mögliche an Chaos-Hexern dabei. Pinke Horrors des Zins, die auch noch zig Psi-Stufen generieren. Ja, und dann saß ich da mit meinen Würfen und Psi-mäßig hatte ich überhaupt keine Chance. Ich hatte im ersten Spiel Glück, dass er erstmal nur rumexperimentiert hat und ich dann einfach nach vorne stürmen konnte und alles im Nahkampf irgendwie besiegt habe. Im zweiten Spiel hatte ich überhaupt keine Chance mehr. Da hat er sich einfach ein paar Bluthunde des Korn mal eben oder ein paar Moloche eben hingezaubert, die mich dann so lang beschäftigt haben, bis der Rest dann aufräumen konnte. Also das war böse. Da kamen auch noch ein Blutdämon dann am Ende mit dazu. Also das, was Dämonen jetzt machen können, das ist echt oben der Schrecken hoch 3. Da habe ich aber jetzt auch wieder herausgefunden, dass es da eine ganz lustige Combo gibt. Und zwar mit einem Dark Elder, Homunculus, der die Urne der verdammten Seelen trägt. Wenn der auf einer Schattenbarke zusammen mit zwei Schwarmtyranten nach vorne fliegt und schön in so eine Bubble von Psionikern rein und die Urne loslässt, dann müssen die alle Moralwerttests schaffen mit Moralwert 5 oder was die dann auch immer haben. Oder werden halt sofort entfernt. Ha, toll. Weg sind sie vom Fenster. Ja, das ist halt auch eins der Sachen, die jetzt in der siebten interessant ist. Tyranniden können jetzt sich alliieren. Entweder man spielt Unbound, wo man dann keine Missionsziele gehalten Viecher halt hat, was sonst ja ganz gut ist. Und kann dann halt sowas einfach spielen. Mit verzweifelten, also Zweckbündnispartnerschaften dann halt so, dass sie sich keine Nachteile geben. Oder man spielt Come the Apocalypse oder auf Deutsch niemals irgendwie Bündnisse mit einer Armee nach Organisationsplan, was ich letztes Mal gemacht habe. Das Einzige, was man da tun muss, ist mehr als 12 Zoll voneinander aufzustellen. Und wenn dann halt 6 Zoll Umkreis voneinander ist, muss man halt diesen Test machen und auf 1 tut man halt nichts.
Da, man ist, es ist aber trotzdem möglich, weil das war vorher überhaupt nicht möglich, aber jetzt ist es halt möglich, dass du dann halt ja, imperiale Panzer, Land Raider, das hatte ich halt ausprobiert, Land Raider und Laserkanonen und alles irgendwie einfach mit zu den Tyranniden packst. Dann kümmerst du dich mit den Tyranniden, sag ich mal, um die Missionsziele und der, ja, die Laserkanonen machen dann die Panzer für dich auf und da bekämpfen irgendwelche Bedrohungen, so, das ist natürlich lustig. Was sogar richtig gut ist mit den Tyranniden, ist, dass sie jetzt eine Formation bekommen haben. Also es gibt bei den Formationen einige interessante Sachen, die meistens eher fluffig sind, aber eine, die ist einfach nur absolut über, und das ist nämlich die Himmelsfresser-Formation, der Himmelsfresser-Schwarm. Die besteht aus drei Trupps Gargoyles, zwei Harpyien, einer Schwarmdrude und einem fliegenden Schwarmtyranten. Das ist halt nur die Formation, dann kann man sich noch darum alles irgendwie dazu kaufen. Das Geniale ist, dass man Formation auch mit Unbound Armies spielen kann. Und das Besondere an dieser Mission ist halt, dass die Gargoyles einmal immer auf 4 plus wiederkommen, einfach, wenn sie zerstört wurden. Also wie in so einem endlosen Schwarm, das ist schon mal ganz nett. Aber die haben wirklich diese Sonderregel Missionsziel gesichert, was ja eigentlich sonst nur in Armeen nach Organisationsplan die Standards haben. Und da einfach mit Gargoyles, die 12 Zoll mal eben immer springen können, die das so können und einfach immer wiederkommen, okay, dann brauche ich ja gar keine Standards mit Dings. Da spiele ich einfach die Formation und pack mir dann noch, weiß nicht, alles, was ich will. Ein Riptide, Land Raider, vielleicht noch drei weitere Flugtyranten rein, wie ich lustig bin. Ja, und das ist halt richtig stark. Ich baue auch gerade auf sowas auf, dass ich mir noch eine Schwarmdrude und noch einen Trupp Gargoyles kaufe, dann kann ich das schon darstellen. Mit ein paar selbstgebastelten Flügeln auf Monströsen, aber das geht dann schon. Problem ist nur, wird sowas auf Turnieren erlaubt sein? Also die, wo ich jetzt gesehen habe, eher nicht. Spielen deine Kumpels das mit dir? Ja, einmal, dann wahrscheinlich nicht wieder, wenn es irgendwie das so ist. Ja, und das ist es halt, ne? Ist das wirklich der Sinn dahinter? Na, ich weiß ja nicht. Also ich find's lustig, dass man jetzt so irgendwie die großen Auswahlen irgendwie hat, aber ja, auch dass man mit Tyranniden jetzt nicht mehr nur an Tyranniden irgendwie gebunden ist, wie in der sechsten Edition, aber irgendwie will mir das noch nicht ganz so gefallen. Ich bleibe nichtsdestotrotz meinen Tyranniden treu. Auch wenn irgendwie ich jetzt irgendwie so eine bloß weg von Warhammer Stimmung irgendwo auffasse, bei manchen. Wo es irgendwie heißt, ja, ich mache jetzt nicht mehr so viel Warhammer oder ich will damit aufhören oder so, das ist ein bisschen schade. Weil sobald wird auch nichts Neues irgendwie kommen. Editionstechnisch und Tyrannenkodex technisch, das ging jetzt schon alles Schlag auf Schlag wirklich. Muss ich jetzt erstmal halt damit zurechtfinden. Ich werde das mal irgendwie damit versuchen, dass ich nicht irgendwie groß auf Turniere gehe, sondern mal einfach irgendwie eine Kampagne, dass ich mich wirklich mal auf die Story konzentriere, dass ich mich so dann irgendwie dem Hobby widme. Ja. Das waren so jetzt frei rausgeredet alle Aspekte, die jetzt irgendwie Tyranniden und so betreffen. Auch so siebte Edition und so. Man kann ein bisschen, wenn man gut spielt, natürlich immer rausreißen und so, und halt spannende Spiele sind mit dem Kodex auf jeden Fall möglich, aber irgendwo schreien dann die Leute immer noch nach anderen Regeln und es ist alles noch nicht so super. Naja. Ich denke mal, wenn ich die Kampagne dann zum Laufen kriege, werdet ihr dann von mir noch hören. Und sonst unterhalte ich euch noch ein bisschen mit anderen Geschichten, die irgendwas mit Warhammer und dem Tabletop-Hobby zu tun haben. Jo. Wieder ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.